Ja, alles zusammen, Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, heute ist Neujahr, beziehungsweise das Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, nicht zu viel Geld rausgeschmissen, böllern und habt nicht zu viel getrunken. Wobei, einige, denke ich mal, zu viel trinken werden. Ist ja immer so. Wir werden 2018 natürlich mit Vollgas weitermachen. Und zwar habe ich ja Metall besorgt für die ganzen Roststellen an dem E36 hier. Mir ist aufgefallen, ich habe ja die Bleche für die Wagenheberaufnahme hier. Und die sind relativ dick und starr und kann man mit der Hand nicht mehr Also kann man, denke ich mal, schon, wenn man sich bemüht, kann man sich vielleicht noch verbiegen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe auch 1,5 mm Stärke bei den normalen Blechen gekauft. Und guck mal hier. Warte. Das kann ich mit der Hand verbiegen. Ja, das ist. Ja, und dann habe ich halt mal nachgemessen und mir ist aufgefallen, das hier ist kein 1,5er. Wenn man das mal so vergleicht. Mal sehen. So, ich weiß, ihr wollt jetzt eine Schieblehre haben, habe ich aber keine. Sonst würde ich euch das zeigen. Also das rechte hier ist auf alle Fälle wesentlich dünner. Ja, und dann habe ich es mal umgedreht und ach, siehe da, ist von dem Verkäufer ein Aufkleber drauf gewesen, dass es sich hier um tatsächlich 1 mm Material handelt. Ja, ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber nicht weiter tragisch, ehrlich gesagt. Weil für das, was wir machen, reicht auch 1 mm. Ich hatte nur da zur Sicherheit 1,5er bestellt. Wäre auch ein bisschen einfacher zu schweißen gewesen. Weil 1 mm schon, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es halt mir nicht direkt durchbrät. Ne? Ist aber nicht weiter, also wie gesagt, für unser Vorhaben nicht weiter tragisch. Ich hätte mir natürlich dickeres gewünscht, weil das halt ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, das ist einfacher zu verarbeiten, das steht fest. Also man kann es halt immer ein bisschen noch dengeln, ein bisschen biegen und so weiter. Das funktioniert damit wunderbar. Das ist theoretisch sogar einfacher für uns jetzt. Aber strukturtechnisch hätte ich lieber gewollt, dass es 1,5er ist. Ist aber, wie gesagt, nicht weiter schlimm, weil wir haben ja genug von den Wagenheberaufnahmen. Die werden eigentlich ja auch zum grob ausgeschnitten und man benutzt halt da nur so einen Teil, Bruchteil von. Deswegen haben wir ja hiervon noch so ein paar Reste, die wir auch brauchen werden, weil... Wenn ihr euch das Originalteil mal anguckt, das ist die originale Wagenheberaufnahme hier. Und ja, die ist ja schon ziemlich sehr verrottet, wie ihr auch hier an der Seite seht. Da, alles ziemlich kaputt. Wir bauen die quasi nach. Dadurch, dass die, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die hat ja hier so Struktur drin. Also sprich, das sind ja so gestanzte Sachen drin. Ne? Dadurch werden die stabil. Das Ding ist halt, dass die jetzt, wenn ich das so jetzt ausschneiden würde... Und dann dran schweiße, wäre das nicht so stabil wie das. Dadurch, dass das jetzt hier weggerostet ist, ist das natürlich nicht mehr stabil, das ist klar. Aber ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir quasi relativ viel über haben jetzt hier, die Seiten werden wir einfach hochbiegen hier. Die werden wir auch hochbiegen, dass wir quasi dieselbe Form hinkriegen. Vorher werde ich die Breite hier auch abschneiden. Also sprich, markieren die Seiten, die in der Länge abschneiden, sodass wir quasi die Breite unseres Bauteils haben und die anderen Teile biegen wir nach oben, sodass es genau passt, so wie das Teil hier vorher war. Außer halt diese gestanzten Sachen hier, wo es halt stabil wird drin. Wir haben aber dann Reste über und da werde ich quasi so eine Art Viereck draus bauen, dass das Teil wirklich stabil wird. Ich habe mir das schon so ein bisschen aufgezeichnet und im Kopf durchgegangen und sowas. Das funktioniert auch und ich habe auch andere Reparaturen gesehen, die so gemacht werden. Da wird quasi ein viereckiger Kasten gebaut, damit das Ding Struktur erhält und noch eine Strebe quer durchgesetzt. Dadurch wird das stabil und hart. Somit kann sich das nicht mehr eindrücken. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich bin nicht der beste Schweißer, was das angeht, oder überhaupt Schweißer. Aber sollte, denke ich mal, machbar sein, auch für mich, sowas hinzukriegen. Weil wenn es schon daran scheitert, dann sollte ich den Rest eigentlich auch lassen, glaube ich. Ja, zum Glück brauchen wir keine vollen Nähte ziehen. Hier zum Teil schon, logischerweise. Nur nicht an der Außenkarosserie, da ist es eigentlich nicht notwendig. Weil es halt nur, die Karosserie trägt nicht, es muss nur schön zu sein und halt nicht rosten, logischerweise. Deswegen, ich denke mal, dass ich zum Großteil, wie gesagt, auch Punktschweiße.
und das Ganze dann mit kleineren Schweißnähten zusammenhalte. Viel Hohlraumversiegelung noch und natürlich auch Unterbodenschutz nicht zu vergessen. Also Unterbodenschutz muss da richtig drauf hinterher. So auch Versiegelung, also Hohlraumversiegelung von innen. Und ja, müssen wir uns nur mal gucken, vielleicht müssen wir uns zwischendurch den Kotflügel holen, um diese Aufnahme, das ist das Erste, was ich jetzt machen werde, die Aufnahme für den Kotflügel neu zu formen und zu bauen. Weil das ist halt ein Teil, wo noch was dran geschraubt werden muss. Und dann müssen wir mal gucken, dass das richtig positioniert ist. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich den Kotflügel zwischendurch mal brauchen, um mal zum Anzeichen oder sowas. Ja, wir fangen jetzt erstmal an. Ich stelle euch dann zwischendurch dahin und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Achso, den Hersteller habe ich, den Hersteller, den Händler, habe ich angeschrieben, dass sie mir das Falsche geschickt haben. Ich habe jetzt noch keine Antwort gekriegt, aber mal gucken. Ja, achso, und mein neues Moped hier habe ich bei Instagram schon gepostet. Habe ich mir geholt. Das ist eine Karosseriesäge. Läuft wunderbar. Das Ding ist so geil. Ne? Mein Kompressor ist absolut ausreichend dafür. Ich habe einen 50 Liter Kompressor. Das ist also kein 25er, wie die normalen eigentlich sind. Und der hat 10 Bar anstatt 8 Bar. Ist ein bisschen viel für das Gerät, weil das braucht nur 6. Aber ich habe die Möglichkeit, das Ganze hier mit einem Druckminderer zu regeln. So kann ich hier auf 6 Bar genau schalten. Und das ist perfekt. Ja, ich würde sagen, wir fangen an, ne? As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes. I see the pain in your smile. I can finally see you now. So, kleiner Zwischenstand hier. Ich hoffe, das Licht blendet nicht so. Und zwar, Wagenheberaufnahme ist dran. Die habe ich schön durchgeschweißt, ne, wie ihr das auch haben wolltet. Nein, mal ehrlich, Punktschweißen bei dünnerem Blech ist vollkommen in Ordnung. Ich kann euch ja mal hier, guckt euch das mal an hier, das sind so Originalteile, ne, von BMW. Die sind auch nur gepunktschweißte. Sind die tatsächlich, also seht ihr hier, ne, die sind mit Kleber und dann halt gepunktschweißt. Mehr ist das nicht. Ja, hier sind dann immer so kleinere Schweißnähte, aber das ist im Endeffekt dasselbe. Das ist aber auch ein tragendes Stück Teil, also das ist jetzt ein bisschen anders als sowas hier. Da sind dann halt auch nur Schweißpunkte und die halten auch eigentlich super, also das ist nicht die Welt. Ja, Wagenheberaufnahme ist fest. Ich habe die auch doppelt geschweißt, mehr oder weniger, von der Seite, von der anderen Seite. Und ich mache noch zur Sicherheit, mache ich noch so eine Platte hier jetzt an die Seite. Das kann man gar nicht erkennen, aber das sollte so hinterher sein. Also die kommt noch so dran. Und die werde ich dann oben noch anschweißen und an den Seiten, sodass das Ding auch noch weiter Struktur hat. Genauso wie diese Mittelstrebe hier auch noch angeschweißt wird. Da dran. Damit das Ganze fest wird. Ja, dann haben wir nur noch eigentlich, also danach ist nur noch Außenschicht. Normalerweise. Also wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, haben wir danach tatsächlich nur noch Außenschichten, sind damit dann fast durch. So, jetzt weniger quatschen, weitermachen. Abfahrt. Mal in Nahaufnahme angucken, wenn wir da Licht haben. So, das hier ist übel zugebraten da. Ich habe das mit Absicht halt so wirklich dicht gemacht, weil damit da kein Wasser reinkommt, genau wie die obere. Das ist halt echt wieder so ein Punkt, wo ich sage, scheiß drauf, wie es aussieht, Hauptsache es ist dicht, weil ich könnte das natürlich noch schön abschleifen und. Aber der Effekt ist natürlich immer noch da, dass man, wenn man das abschleift, dass man halt auch die Struktur verringert
Und somit halt auch die Festigkeit nicht mehr gegeben ist. Beziehungsweise halt ihr Löcher vielleicht reinschleift, auf gut Deutsch. Da hat der Jens mir mal so eine Predigt gehalten von. Ja, den Rest habe ich nur noch hier gepunktet, weil das Blech ist vorher auch nur gepunktet gewesen. Wie ihr seht, ich habe das ja hier auch mit Rostschutz übersprüht schon vorher. Dann habe ich hier nur eine kleine Naht gemacht, wie ihr da seht. Dann hier diese Platte, die ich noch zusätzlich drauf gemacht habe. Einfach nur zur Sicherheit. Die Nähte sahen eigentlich ganz okay aus. Die sehen jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer aus. Ja, auf der Seite genauso. Und von unten das Ganze, was ihr eben gesehen habt. Ich sage nur, tatsächlich die schlimmste Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe. Weil Überkopfschweißen ist nicht cool. So, und ich habe nochmal im Endeffekt genau das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich Struktur in den Boden reinkriegen wollte. Sprich, mit noch einer Platte vielleicht drüber machen, also mit noch ein Stück Blech. Was in meinem Kopf absolut schwachsinnig ist. Aber gut, ich meine, normalerweise hält es auch. Es hält auch so. Jetzt haben wir eine Sache noch gemacht, beziehungsweise ich. Und zwar habe ich, wenn ihr jetzt mal genau guckt, seht ihr, was hier passiert ist. Das ist das Blech, was wir vorher hatten hier. Das hier. So, und ich habe das andere Blech dahinter angeschweißt. Somit haben wir hier doppelten Boden auf der Seite. Das ist fest. Das ist der Hammer. Und ihr seht auch, die Punkte sind richtig schön durchgegangen. Das ist keiner nicht richtig festgeschweißt. Daran sieht man das halt schön, ob das halt wirklich gut durchgekommen ist. Ich habe das Ganze hier auch mit Rostschutz natürlich besprüht. Das wird auch noch ordentlich lackiert, aber dass es halt nicht rostet, ne, habe ich gerade schon mal erklärt, ist das hier auch mit Rostschutz. Also Boden Nummer 1 fertig. Ja, Boden Nummer 2 natürlich auch, also hier unten. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch die Blende. Also das, die äußere Haut vom Schweller. Und ich weiß nicht, wer mich gefragt hatte. Ich glaube Antonio war es, ich weiß es nicht genau. Irgendeiner hatte mich gefragt gehabt, ob ich das auch ob ich da richtige Reparaturbleche für habe. Es gibt keine Reparaturbleche dafür. Es gibt zwar Reparaturbleche für den ganzen Schweller, aber nicht nur für das Teil. Ist ein bisschen ärgerlich. Es gibt auch Reparaturbleche für die Wagenheberaufnahme. Die haben wir ja gemacht quasi. Aber leider keine Bleche oder beziehungsweise vorgestanzte Sachen für den Schweller. Also nur für die Wagenheberaufnahme, nicht was weiter rumgeht. Weil das ist theoretisch schon ein zweiter Teil. Es ist ein bisschen komplizierter. Die eine Seite habe ich, die rechte, von dem Schweller von Björn. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da so ein bisschen stückel oder halt einfach wirklich, wie gesagt, auch Struktur reinbringe und das halt auch unten doppelt mache. Ist, denke ich mal, ein bisschen besser, alleine wegen der Wagenheberaufnahme. Bin mir aber nicht sicher, ob wir es machen sollen oder nicht. Ich überlege mir das noch. Im schlimmsten Fall muss ich halt perfekte Biegungen machen, wobei das auch nicht der Bringer ist. Es ist halt nichts Schlimmes, ob das jetzt gerade oder nicht ist. Der Schweller kommt eh da drüber. Apropos Schweller, das heißt, wir müssen auch noch ein Loch bohren. Ich glaube, 2 oder 3 Löcher müssen wir dafür bohren, dass die Schweller unten festgemacht werden können. Da muss ich da mal gucken, wie das nochmal war. Ich glaube, ein Loch ist es. Wenn nicht, sind es 2. Auch nicht die Welt, meine Güte. Ja, ich werde das jetzt Ganze nochmal besprühen. Und dann haben wir das auch erstmal. Ich denke, morgen geht's weiter. Ich habe in den letzten Tagen echt krasse Kopfschmerzen gehabt und habe immer mal versucht, dann mal einen Tag nicht hier hinzufahren. Es hat nicht ganz geklappt. Wie gesagt, es waren ja auch die Weihnachtstage jetzt. Ich habe immer noch durchgehend Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ich habe zwischendurch auch das Tor offen und so weiter. Mein Ofen läuft heute zum Beispiel gar nicht. Wir hatten eben, wo ich hingekommen bin, hatten wir 9 Grad. Also ich glaube nicht, dass es am Wetter liegt. Ich versuche mich zu erholen. Und werde hoffentlich kopfschmerzenfrei morgen weitermachen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, einen Kommentar nicht vergessen. Könnt ihr mal kommentieren, was ihr davon haltet. Ob das unprofessionell ist, was natürlich der Fall ist. Aber ich möchte es nochmal erwähnen. Das ist eine Reparatur. Und ich bin nicht der beste Schweißer. Ich mache das hobbymäßig und ich werde besser und man wird besser nur vom Machen. Ach ja, like nicht vergessen. Haut rein. Ciao.